Servus zusammen, ich bin der Tobi von Barefoot Vans und ich zeige euch heute mal unsere Drehkonsole für den neuen Crafter. Der Crafter Abbaujahr 2017 hat vorne im Fußraum eine Art Kardantunnel, weshalb herkömmliche Drehkonsolenkonzepte nicht funktionieren. Wir haben uns darüber ganz massiv den Kopf zerbrochen und ich zeige euch jetzt mal, wie unsere Drehkonsole funktioniert. Wenn ihr die Beifahrersitzbank drehen wollt, müsst ihr zunächst das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. Ich habe jetzt einfach mal den ersten Gang eingelegt. Dann müsst ihr die Handbremse lösen und den Fahrersitz ganz nach hinten schieben. Als nächstes öffnet ihr quasi vorne den Sitzkasten und dann habt ihr hier vorne 5 Knäufe, die ihr einfach einmal lösen müsst. Hier seht ihr jetzt also euren Kasten der Beifahrersitzbank. Ihr könnt ganz normal den nutzen und auch weiterhin Sachen unterm Sitz verstauen. Wenn ihr jetzt den Sitz drehen wollt, dreht ihr diese 5 Knäufe, bis sie euch ein kleines Stück entgegenspringen und dann ist die Sitzbank auch schon frei. Die Knäufe könnt ihr nicht verlieren, die kommen quasi nur ein kleines Stück entgegen und sind dann verriegelt. Als letztes habt ihr hier noch die Arretierung der Sitzbank. Die arretiert euch den Sitz im gedrehten Zustand bzw. sorgt dafür, dass wenn ihr die Sitzbank wieder verriegeln wollt, sichergestellt ist, dass alle Knäufe auch unten das Gewinde leicht finden. Die hebt ihr einfach an, dreht 90 Grad und dann könnt ihr den Sitz auch schon drehen. Wenn ihr die Sitzbank dann also drehen wollt, dreht ihr sie zuerst um 90 Grad in den Fahrgastraum hinein, zieht dann ungefähr 30 cm zur Beifahrertür hin und dreht dann die letzten 90 Grad und schon ist die Beifahrersitzbank gedreht. Wenn euch unsere Drehkonsole für den Crafter gefällt, dann klickt einfach auf den Link unten im Video. Dort findet ihr eine Anzeige bzw. den Online-Shop, wo ihr die Drehkonsole kaufen könnt.